Ilse. Und hopp. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe übrigens beschlossen, kein Weihnachtsspecial zu machen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, ein Weihnachtsvideo zu drehen. Und ja. Und wir sind jetzt schon beim 6. Trick-Timmy-Video und dem komischsten mit Abstand. Also, ja, schaut einfach selbst. Ist er dagegen gelaufen? Ja. Pfeffer's halt rein. Junge! Jetzt verteilt er hier. Da passt noch rein. Der Blick! Der Hund ist so fett, das Geschirr passt ihm nicht mehr. Oh, jetzt kommt Ilse auf. Mit der Leine. Jetzt krieg wenigstens die Leine. Das ja, Timmy! 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 Hopp! Ich will den Hund aufwerben. Irgendeiner von euch beiden muss es machen, weil ich muss filmen. Ilse, du wärst jetzt den Hund auf. Die ist immer kalt, da muss er dich jetzt bewegen. Die Bank ist zu schwer, das checkt er nicht. Das kann er nicht. Mann. Ich baue dir was auf. Du rennst jetzt einfach mal die ganze Zeit so über die Schnur. Das heißt, du gehst da zum Zaun, rennst da lang, hüpfst über die Schnur, rennst da wieder zum Zaun, rennst zurück. Die ganze Zeit jetzt bitte. Nils, jetzt mach mal auch mal was. Jetzt mach dich nützlich. Nils, bitte. Danach darfst du auch weiter den komischen Nachbarn spielen. Von da nach da. Du sollst von dem Zaun hier zu dem da rennen. Und dann mal über die Schnur jumpen. Und schön von Zaun zu... Auch von Zaun zu Zaun, Nils. Und schön Gas geben, sonst wird er ja nicht warm. Ignorier den jetzt einfach. Nee, ignorier das einfach. Was nehmen wir denn alles mit? Mit den Stangen. Wollte ich halt nicht arbeiten, nö. Den Stall, nimm mal den Stall. Ich versuch. Den hatten wir das letzte Mal auch noch. Alter, wenn du so weiter machst, wetten, bin ich einfach ein Sprung. Du legst dich so aufs Lauf. Ey, als allerersten. Ja, man treibt, vielleicht tut die das auch mit dem Fahrrad und nicht mit einem Plastiktraktor. Ja, scheiße. Was ist der Traktor? Nein, das Ding hier, was hier drin ist. Und ich rausgehen will! Das war für, glaube ich, das Bobbycar und den Anhänger. Erster Sprung ist der hier. Der Stall, der muss zusammengebaut werden und hier muss aufgeräumt werden. Ich geh noch ein Weg
helf mir mal, die Sprünge ein bisschen zu verteilen, dass man bei jedem vernünftig Anlauf holen kann. Hallo Hund. Ilse, du sollst nicht mit den Dingern rumfallen. Ihr sollt euch nützlich machen. Ja, macht ihr euch nicht. Ihr Deserteure. Das ist der neueste Sprung. Ja, also Ilse wollte gerade Timmy als Sprung benutzen. Bist du so untalentiert, wie du aussiehst. Der war schon so. Ja, dann räumen wir das jetzt ein. Stell den Traktor an der vernünftigen Stelle, wo man vernünftig Anlauf holen kann und lass ihn da stehen. Den Anhänger stellen wir noch ans Bobbycar und wir müssen noch eine gute Stelle für den da finden. So. Und ich sagte doch, das war der fürs Bobbycar. Was der komische Plastikschnoppel. Weil eigentlich macht man mit dem den Anhänger ans Bobbycar. Das passt nicht. Wie schön! Das halt! Komm her! Komm jetzt her! Und film! Er hat die Stangen umgeschmissen. Wieso hat mir denn niemand gesagt, dass dieser Sprung schief ist? Keine Ahnung. Ist immer noch schief. Thank you.
Nachbar von nebenan, wollen Sie auch mal? Komischer Nachbar von nebenan, wollen Sie auch mal jumpen? Wo sind Sie überhaupt? Da. Nein. Ich habe selten erlebt, dass mich ein Sprung dermaßen getriggert hat, obwohl der da. Aber wir haben gefühlt nur schrotte Sprünge. Ich habe das Gefühl, ich baue meine Sprünge immer nur aus Sperrmüll. So. Und es gibt Essen. Nein. So toll wie heute. Nein. So toll wie du heute springst, kriegst du gleich ein bisschen mehr. Nein. Erhöhter Schwierigkeitsgrad again! Es läuft alles so reibungslos gerade. Das ist selten gut. Mann. Versprungen sitzt again. Den Sprung dahinter nicht. Jetzt hüpf! Ja! Wieder online! Alter, kannst du das immer noch springen? Ah, ich kann nicht. Jetzt hüpf schon! So, ich höre jetzt an der Stelle mal auf. Das ist eigentlich viel, viel mehr. Ich habe jetzt wirklich unfassbar viel rausgeschnitten, aber es ist einfach alles nur noch Blödsinn. Und ja, ihr habt ja Ilses Abgang gesehen und
Das war nur der Anfang und oh Gott. Ah ja, deshalb hoffe ich euch, dass euch dieses komische Video gefallen hat. Und ja, der Hund ist wunderschön gesprungen. Und ist auch, naja, wunderschön. Aber ja, und dann bis zum nächsten Video.